100 Schuss X-Berg-Mörser, nicht schlecht. Weil er ans Mikro geknallt. Au, 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 ey, ey, ey. Braucht doch etwas mehr Menü als ich dachte. So, Moment. Rauchzimmer! Ah, so muss das. Was ist so ein scheiß gepanzerter, deswegen war das ziemlich doof. Jämchen! Ich bin nur gerade verschanzt. Du hältst mal gleich die Klappe hier. Jetzt gehen wir letztlich einen Schuss noch drauf. Sehr gut. Nehmen wir mal das Finch-Gewehr mit. So. Was hast du da bei außen? X-Pack Mörser, ne? Ne, gar nichts. Ein Haufen heißer Luft. Ist man ja von Zell gewohnt, von Zeff. Na! Wollte ich gerade mal so gesagt haben. Für kaputte Panzer. Ah. Prophet, wir haben Rush. Wir haben Rush. Wie ist dein Status? Nice. Konfus. Er redet nur wirres Zeug. Ich denke, er weiß nicht, wo er ist und wer wir sind. Aber körperlich ist er okay. Ich tippe auf eine Kriegsneurose. Er war immerhin mitten in einer Seth-Todeszone. Keine Ahnung, wie er das überlebt hat. Skill. Einfach Skill. Würde ich sagen. Ja. Danke, hier einen Panzer hinzustellen, übrigens. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Zwei unsichtbar. Sag mal, juckt dich das Feld auch mal irgendwie? Nervensäge, ey. Danke. Okay. Also, ich würde mal gerne sagen, dass der ziemlich scheiße werden könnte. Der überlebt über die Thermitpfeile. Aber auch nur zwei, sehr schön. Gehen wir weg mit dem Ding. Aber ich habe keine Airbursts mehr, scheiße. Eine schöne Spezialmuni. Wunderbar. Ja. Incinerator. Wunderbar. Renne, du Sau. Wunderbar. Wunderbar. So, guck mal, was jetzt in der Kiste hier drum liegt. Rex-Ladungen. Sehr schön. Ich mag das Ding. Okay. Ah. Natürlich kann Herr Prophet da dran nicht hochklettern. Ach, ich liebe sowas da. Da müssen es halt schon solche Sachen sein. Achso, das kleine Päckchen soll ich sehen, oder wie? Alter, wie krass ist denn das Ding verschlüsselt? Ja, übertreibt halt noch mehr mit der Geschwindigkeit. Das könnte eine Weile dauern. Ja, natürlich. Wunderbar. Ich könnte natürlich noch ein bisschen langsamer reagieren.
komm schon. Ah, hat so gut funktioniert. Los jetzt. Geh. Ey, diese Dinger sind so schier unglaublich schwer zu hacken manchmal. So. So, so. Und so und so und so. Dankeschön. Archangel wird den Liberty Dome in 10 Minuten erfassen. Beeilung, Prophet. Ich habe aber eindeutig mehr als 5 gebraucht. Ich hätte wissen müssen, dass auf sie Verlass ist. Eine kluge Entscheidung. Bleib am besten stehen, wenn ein Typ mit dem Flammenwerfer auf dich zukommt. So weit gekommen. Wir dürfen jetzt nicht alles verlieren. Prophet, Landezone ist immer noch heiß. Der Turm hat mehrere Flugabwehrsysteme, die den Luftraum sichern. Du musst sie deaktivieren. Over. Roger. Schön. Psycho, die Seth feuern nicht mehr. Was ist da los? Die Seth lassen vom Ziel ab. Keine Ahnung warum. Over. So. Ey, 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 ey. Jetzt fragt sich, warum sie vom Ziel ablassen. Ja, oh, hier gibt es jetzt massenweise Typhoons, sehe ich gerade. So, klick, klick. Sehr schön. Oh ja. Die Musik ist geil. Ja. Ich mag die Musik. Dum, dum, dum. Ja, die Musik ist, finde ich, gut. Die gefällt mir echt gut. Die unterstützt ein bisschen so die Stimmung. Oha. So, kurz checken. Typhoon. So. Aua. Wo ist das Heckgeschütz? Sichtfeld blockiert. Er darf sich nicht in das Geschütz hacken! Mach ihn fertig! Gib mir Deckung! Ich hab mich schon ins Geschütz gehackt. Ha! Opfer. Bin gelaufen, ne? So. Nachladen. Ich habe das Gefühl, die Typhoon mitnehmen wäre gar keine so doofe Sache, aber... Okay. Kein Ding, wenn ich rauskommen soll, komme ich raus. Ich wollte nur die Spannung für euch ein bisschen erhöhen. Das Ding ist aber auch todespräzise, ey. Wunderbar. Ich werde jetzt hier auf jedem Meter hier wirklich diese Munitionskisten mal abgreifen. Archangel ist in 5 Minuten hier. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass hier kein richtiger Countdown zählt. Geh kaputt! Dankeschön. So. Wechselladungen. Wie viel habe ich denn? 3 Schuss.
Falsches, ne. Da ist mir die Small wieder. Ah, oh, komm schon. Die Jaw. Jaw Small. So, da. Was zur Hölle? Ach so. Ach, deswegen auch Rex-Ladungen. Let it go. Boom! Flugabwehr deaktiviert. Du kannst jetzt landen. Alles klar. Dann geh jetzt zur Kontrollstation. Beeil dich. Der Lift müsste noch funktionieren. Over. Na gut, da meine Jaw jetzt auch weg ist, weil jetzt meine anderen. Habe ich mir dann lieber ein paar Rex-Ladungen mit auf allen. Und hopp. Ich gehe jetzt runter. Over. Die scheint sich auch wieder über mir zu befinden. Okay, das befindet sich da drinnen. Wie komme ich da hin? Weiß ich das? Ah, von da drinnen vielleicht? Wir ballerten hier schon wieder. Unhöflich. Immer dieses unhöfliche Personal. Ja, wie es aussieht. Okay, ich hab's gesehen, wo man hin kann. Sprint, die Sprint, die Sprint. Oh, hier hätte man Tarfat getan vorgehen können, sehe ich gerade. Da unten gerade in diesen Löchern konnte man anscheinend weitergehen, wenn man sich duckt. Jetzt hier oder? Okay. Wie soll ich darüber? Wollt ihr mir das vielleicht schlüssig erklären? Nö. Huch. Ja, so kommt man. Auf jeden Fall richtig rüber. Überlege. Ich würde ja sagen, es mag gerne wieder einen Cut machen, aber. Wie zur Hölle soll ich denn da rüberkommen? Nee. Diese Kiste sagt mir rüberspringen wahrscheinlich. Ja, immerhin hat schon mal einigermaßen funktioniert. Ja. Jetzt müsste ich nur noch hochkommen, ne? Ja. Wunderbar. Flugabwehr deaktiviert. Du kannst jetzt landen. Alles klar. Dann geh jetzt zur Kontrollstation. Beeil dich. Der Lift müsste noch funktionieren. Over. Der Lift müsste noch funktionieren. Sehr schön. Ja. Ich gehe jetzt runter. Over. Der Lift müsste noch funktionieren. Welcher Lift bitte? Würde mir das jetzt mal jemand eher schlüssig erklären, welchen Lift ich nehmen soll? Das sind die da oben, die da ballern, okay. Ich dachte mich immer, hier ballert vielleicht jemand auf mich, aber das ist ja gar nicht die Sache. Was? Was liegt hier? Gauss-Sabot, ey. Was bin ich? Das gibt's nicht. 8 Schuss in dem Ding. Also da behalte ich lieber meine MK60. Wo zur Hölle soll es denn hier einen Aufzug geben? Soll ich jetzt hier runter oder wie? Ach, guck mal. Nee, nee. Komm ich auch nicht weiter. Ja, Prophet, der Aufzug sollte noch funktionieren. Ja, danke schön. Erstmal die Daten aussammeln. Welcher fucking Aufzug soll denn hier noch funktionieren? Bitte. Ach, der da. Ja,
Danke. Und da komme ich jetzt bitte wie rüber? Also drüben war ich, nur hoch bin ich nicht gekommen. Ja, gibt hier ja keinen Weg, ne? Ich verstehe es nicht. Nee, da geht's auch nicht, bin ich wieder tot. Yay! Flugabwehr deaktiviert. Du kannst jetzt landen. Alles klar, dann geh jetzt zur Kontrollstation. Das ist eigentlich, dass ich mal keine Ahnung haben werde. Over. Ach. Ah, ich habe noch nie so was Beschissenes gesehen. Wahrscheinlich ist die Lösung viel zu simpel für mich. Ja. Verstanden. Es ist zu dem. Ich bin einfach zu doof. Ich muss das Ding wahrscheinlich hacken von irgendwo hier. Muss nur die richtige Seite erwischen. Weil da ist die Brücke. Folglich muss ich an das Ding irgendwie rankommen. Folglich muss ich vielleicht hier irgendwas hacken. Was aber auch nicht der Fall zu sein scheint gerade. Nee, das ist nur der Lift. Ja, nee. Ist klar. Dann müsstet ihr mir vielleicht nur noch verraten, wie ich das Ding runterfahren kann. Wahrscheinlich ist jetzt hier irgendwie so ein Panel oder so. Oder das ist da oben dran. Und ich krieg einen totalen Kotzanfall. Also wehe jetzt wirklich, wehe. Das Ding ist da oben dran, oder? Vielleicht ist es auch in dem Turm hier drin. Ah, nee. Im Turm hier wird es nicht sein, wahrscheinlich. Und ich mache jetzt hier nur wieder Umwege. Ja gut, war vorauszusehen. Und hui! Ich kann mal echt nicht so springen mit dem Ding, oder? Doch. Aus dem Sprint raus schon. Na, wer weiß. Ah, da, da. Hörst du mal auf, da rumzuballern? Einfach nur Talent. Ja, irgendwie? Nee. Ja. So. Müllentsorgung Profit. Hier vielleicht? Da kommt doch auch keine Sau drauf. Zumindest wenn die Sau Elia heißt. Dann kommt sie nicht drauf. Na egal. Bist du jetzt her? Das weiß jetzt auch keiner, wie der daher kam. Okay. Ich will aber gerade gar keine Typhoon. Ich bin zufrieden mit meiner MK60. Ach ja. Panel. Interessant, normalerweise müsste er jetzt schon längst da sein. Bist du noch ein paar Sekunden? Ich bin ja schon unterwegs. Oh oh. Los, 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 los. Prophet, helfen Sie mir. Sie müssen auf das Terminal zugreifen. Mach, 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 mach. Zugriff! Notfallprotokolle initialisiert. Alle verbliebenen Cell-Agenten. Die unterirdische Quarantäneeinrichtung 5Y9.
Antriebe verlieren. Ist aufgehalten. Nein, haben wir nicht. Heilige Scheiße. Offenbar wurde Archangel nur zum Teil geladen. Etwa 5%. Gerade unter der Schwelle für eine Kettenreaktion mit der Seth-Energie. Wir hatten Glück. Großes Glück. Das war alles? Projiziere Stufe 3 Simulation. Stufe 3. Ich brauchte sie alle, um aus meinem Zellgefängnis zu entkommen. Was? Meine Kinder waren ohne Verstand, während ich schlief. Sie mussten nur noch Archangel für mich abschalten und dafür danke ich ihnen sehr. Was? Was reden Sie denn da? Hat er einmal Hirnwäsche oder so? Rasch! Die dritte und letzte Stufe. Der Strahl! Er lädt sich auf! Oh-oh. Oh mein Gott! Das ist eine Einstein-Rosenbrücke! Ein verdammtes Wurmloch in die M33-Galaxie! Und es kommt irgendwas Großes durch! Als ich sie im Versteck nicht auswerten konnte, sagten sie, das läge daran, dass sie den Anzug entwickelt haben. Aber das war es nicht, oder? Wie lange machen sie das schon? Ihr Leben mit Nanotech verlängern? Mit Seth-DNA? Wissen sie, was sie sind? Sie haben gegen den Schwarmverstand der Seth gekämpft, genau wie ich. Aber sie haben verloren. Sie haben sie absorbiert. Und jetzt sind sie einer von ihnen. Heilige Scheiße. Hallöchen, Alpha Seth. Oh, ey, ey, Junge. Scheiße. Fick dich, Axe! Anzug überladen. Oh, schade. Psycho, schaff sie hier aus! Ah, okay. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Karl. Karl. Sie haben etwas, Prophet. Etwas, das die Chef nie haben oder verstehen werden. Oh-oh. Raus hier! Bam! Sehr schön, Prophet. Oh, oh, oh Gott, oh nein. Scheiße! Die Geschütze! Schnell an die Geschütze! Psycho! Der Alpha Seth fängt aus dem Turm aus! Achso, ich dachte gerade, ich muss feuern. Kampfschiffe! 3 Uhr! Bewegung! Kommt schon! Kommt schon! Bringen Sie uns wieder aus! Das dürfte schwierig werden! Wow. Nicht schlecht. Prophet! Das müssen Sie sehen. Stufe 3 ist das finale und tödlichste Element der Kolonialisierungsstrategie der Seth. Wenn man ihr entschlossen und beharrlich Widerstand leistet, öffnet eine Invasionsarmee der Seth eine Einstein-Rosenbrücke in das Zentrum ihrer Heimatgalaxie. Von dort entsenden Seth Overhives ihre dafür vorgesehene Kriegerkaste, um jeglichen Widerstand zu brechen. Wir haben nur einen Bruchteil von dem gesehen, wozu die Seth in der Lage sind. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Der Alpha Seth wird den Strahl speisen, bis ihre gesamte Invasionsarmee durch ist. Wir müssen ihn abschalten. Claire! Claire! Transmission failed. Ja. Super duper, ne? Würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Crisis 3. Ja.
die Story kommt doch, wie gesagt, schon recht schnell zur Sache. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Zocken. Und bis zum nächsten Mal, euer Mr. Vincent's RP. Ciao.